Müssen wir das teilen, oder? Ja, das ist wahrscheinlich so gut. So, ich bin los. Hallo alle zusammen. Der Matze und ich haben heute ein Fördertraining für euch vorbereitet. Wir haben das Fördertraining in drei Teile eingeteilt. Einmal die Koordination mit einem Torschuss mit dabei zum Aufwärmen quasi, gehen dann in ein paar Technikübungen rein. Und unser Ziel heute ist dann noch eine Technikschleife, die wir zusammenarbeiten wollen. Der Matze macht jetzt mit mir den ersten Teil und ich glaube, ich werde überhaupt in Spitzen kommen. Ihr könnt euch Materialien holen, entweder Klorollen oder, keine Ahnung, Töpfe, was auch immer ihr wollt, Schuhe könnt ihr auch hinstellen. Mats hat vier Stück, glaube ich, oder? Genau, wir brauchen vier Markierungen, Jungs, egal was ihr habt. Wir brauchen so ein kleines Hütchen vor, das ungefähr so breit ist, dass ihr mit euren beiden Füßen wunderbar da reinkommt, vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen. Und einen Schritt davon entfernt brauchen wir nochmal ein zweites Hütchen vor, das genauso breit ist. So dass wir dann am Ende so ein Viereck haben, mit zwei kleinen Hütchentoren quasi. Und die sind ungefähr, wie gesagt, so einen Fuß breit auseinander. Jetzt geben wir euch vielleicht mal ein bisschen Zeit, dass ihr es aufbauen könnt, würde ich sagen, oder? Und wenn es dann alle aufgebaut haben, dann guckt ihr mir einfach ganz kurz zu. Erste Runde ist relativ einfach. Ihr startet auf der linken Seite von dem vorderen Hütchentor. Also hinter mir steht das zweite Hütchentor in meinem Rücken und an meiner rechten Schulter, bei meinem rechten Fuß, steht das andere Hütchentor. Wir haben den Ball in der Hand. Und wir starten jetzt seitlich mit zwei Kontakten einfach darüber. Also wir machen 1, 2, 1, 2. Wenn wir auf der anderen Seite sind, laufen wir rückwärts weg, machen dasselbe jetzt mit dem linken Fuß zuerst auf die andere Seite. 1, 2, 1, 2. Und jetzt stoppen wir den Ball mit dem linken Fuß, mit der Innenseite, Dropkick durch die Hütchentore durch. Wir stoppen mit links, Dropkick auf die andere Seite und spielen ihn mit rechts auf unser Zieltor. Also nochmal langsam und dann mache ich es vielleicht einmal schnell vor und dann kann der Marco auch schon loslegen. Wir machen 1, 2, 1, 2, rückwärts weglaufen, 1, 2, 1, 2, fallen lassen, Dropkick mit dem linken Fuß, rechts spielt den Ball aufs Tor.
Ich glaube, dass das relativ einfach ist zum Stadion. Ich würde mir vorschlagen, der Marco legt los, ihr legt los und ich schaue mir den ganzen Spaß mal an und wir schauen, dass wir fit werden müssen. Machen wir den Wettrennen auch noch? Ja, natürlich. Soll ich? Leg los, auf geht's. Mega, Marco. Schaut, dass ihr auf die Zehenspitzen bleibt, Jungs, ja, damit ihr schön mit den Füßen arbeitet, damit ihr nicht mit den Fersen oben steht. Fast die Uhr abgeschlossen, Gratulation, Marco. Genau. Schön auf die Zehenspitzen bleiben, Jungs. Wenn ihr nach hinten weglauft, kleine Schritte machen, seitlich wieder auf den Zehenspitzen bleiben, Innenseite, lenkt den Ball, rechter Fuß spielt den Ball aufs Tor. Ich mache einfach mal. Sehr gut, Marco, mega. Perfekt. Sehr gut. Super. Jungs, bei euch gab es auch, hoffe ich. Hoffe, alle kriegen es hin. Wir haben uns extra relativ einfach zum Start gedacht, dann kommt ihr bestimmt alle gut rein. Schaut auf jeden Fall perfekt aus. Ich würde fast mal vorschlagen, der Marco geht es noch einmal und dann machen wir einen Wettkampf, ihr gegen den Marco, Jungs. Dann gucken wir mal, wer in einer Minute mehr Tore schafft. Ich gebe euch ein Startsignal, ich sage für euch los und ich sage auch Stopp nach einer Minute und ihr zählt mal mit, wie viele Tore ihr so geschafft habt. Der Marco sagt euch dann, wie viel er geschafft hat. Schubst du auf die Zeit? Ja, selbstverständlich. Ich schaue auf die großartige Uhr. Und hopp, Jungs, los geht's, auf geht's. Wir schauen, dass wir eine Minute jetzt Gas geben. Jetzt schauen wir, dass wir es immer noch sauber machen, auf den Zehenspitzen bleiben, Gas geben. Und jetzt geht es aber auch darum, möglichst viele Tore zu machen. So, Marco hat hier eins. Da bin ich mir sicher, dass es eine Minute mehr ist zu Hause und mit Sicherheit schneller schaffen wie der Marco. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber ich mache das recht clever, weil der Ball immer zurückkommt. Ja, der Marco macht das halt. Technisch macht der Marco das super, Jungs. Aber schnell ist halt anders. Hopp. Ja, noch 20 Sekunden, Jungs. Ich habe, Felix würde sagen, 7 Tore. Und die letzten 5 Sekunden, Jungs, 5, 4, 3, 2, 1 habe ich noch. 1, oh, stopp! Ja, das ist leider zu spät, da kann man nichts machen. Aber unter 1 noch geschafft, Jungs, der Marco hat wie viel geschafft? Ich glaube 9. Marco hatte 9, ich bin mir sicher, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob jemand mehr wie 9 hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige mehr wie 9 hatten. Das ist immer abhängig von der Distanz, ne? Natürlich. So, dann kommen wir zur zweiten Runde. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, das ist vielleicht für einige auch ein bisschen neu, die noch nicht so lange in unserem Fördertraining sind. Wir starten jetzt mit so einem kleinen, schnellen Duellhopserlauf. Ich zeige euch mal ganz kurz, bevor wir das jetzt da in der Übung machen. Ihr könnt es ganz gut üben zu Hause, wenn ihr so lange einen Hopserlauf macht. Das kriegen die meisten Jungs und Mädels immer ganz gut hin. Und dann werdet ihr so ein bisschen kleiner. Und dann werden eure Schritte immer kleiner. Und irgendwann habt ihr so einen Rhythmus, dass ihr das mit relativ kleinen, schnellen Schritten hier auf der Stelle machen könnt. Und jetzt versuchen wir genau dasselbe wie gerade. Wir gucken wieder nach vorne zu unserem Zieltor. Wir stehen nur auf der anderen Seite. Also meine linke Schulter ist jetzt beim Mütchentor. Und alle Jungs und Mädels legen jetzt mit dem linken Fuß zuerst los. Das ist immer ein bisschen leichter, wenn ihr erstmal im Stand den Hopserlauf macht. Und jetzt. Linker Fuß geht rein, rechter dazu. Linker Fuß geht raus, rechter dazu. Jetzt laufe ich wieder nach hinten weg und jetzt mache ich dasselbe hier andersrum. Jetzt versuche ich wieder in den Hopserlauf zu kommen. Rechter Fuß rein, linker mit. Rechter Fuß raus, linker mit. Wenn ihr am Ende seid, fallen lassen und auch diesmal alles andersrum. Wir stoppen ihn mit der rechten Innenseite und spielen ihn mit links aufs Zieltor. Fangen ihn wieder auf und können dann wieder auf der rechten Seite vom Mütchentor loslegen. Wir machen Hopserlauf, rein und dazwischen, rein und dazu. Rückwärts weglaufen, rein und dazu, rein und dazu. So, jetzt machen wir mit Dropkick stoppen und links schießen. So, weil der Manu gerade gefragt wird, auch für euch und so ist, ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir die Kontakte gar nicht so sehr vorgeben. Perfekt ist es, wenn ihr es irgendwann schafft, dass ihr immer einen Kontakt dazu und weiter, dass ihr immer nur zwei Kontakte macht in jeder Fläche. Aber wenn es am Anfang mit dem Hopserlauf noch ein bisschen schwer ist, dann macht er ruhig mehr Kontakte. Jetzt geht es erstmal nicht um Schnelligkeit, sondern erstmal versuchen, den Hopserlauf hinzubekommen. Das ist viel wichtiger. So, der Marco kann ihn wieder loslegen und ihr könnt auch ausprobieren. So, perfekt. Und rückwärts weglaufen. Jetzt versuchen wir, einen Übergang zu finden, erstmal in den Hopserlauf zu kommen, genau. Das reicht vom Tempo am Anfang vollkommen, wenn du schon meldest. Und linker Fuß schießt. Pfosten. Marco hat das Tor nicht gelaufen, Jungs, also jetzt hat der Wettkampf eine noch größere Chance wie vorher. Und jetzt ist hier stand. Auf der rechten Seite müssen wir anfangen, genau. Linker Fuß zieht, rechter dazu. Linker zieht, rechter dazu. Super. Und rechter zieht, super. Oh. Und Innenseite lenkt und linker Fuß ist den Ball auf Tor und stoppt ihn wieder. Perfekt. Ja, Marco, das sieht super aus. Also tanzen wir auch noch ein mögliches vor. Jetzt habe ich den Ball rausgebracht, aber das macht gar nichts.
echter Fußballprofi muss sich auch unter Druck Fragen geben können. Ja. Ja, perfekt. Und rückwärts. Und. Aber das ist voll schwer für ja, der Übergang ist schwierig, deswegen sage ich ja, lasst euch erstmal Zeit, versucht es erstmal langsam, es muss nicht sofort funktionieren. Und wenn man dann ein bisschen weiter ist koordinativ, dann wird man das auch mit dem Übergang hin. Soll ich beim Torabschluss noch irgendwas beachten? Wenn ich den jetzt hier stoppe? Ja. Nee. Einfach draufhauen. Hau drauf auf die Pille. Natürlich könnt ihr ein bisschen gucken, wenn ihr auf rechten Fuß in der Innenseite, wenn ich auf die Distanz einen Pass spiele, baue ich den Ball natürlich mit dem Dropkick vor meinem Körper, weil ich, wenn ich einen Druckpass spiele, einen flachen, dann baue ich den Ball vor dem Körper, weil ich dann durch den Ball drücken kann. Dann geht er nicht nach oben und ihr schießt Mama und Papa nicht die Blumenvase und den Fernseher ab, die sind euch bestimmt dankbar. Also wäre es schon super, wenn der Ball vor dem Körper liegt. So, dann machen wir noch ein zweites, vorletztes Mal von Marco. Ich will da gar keinen Wettkampf machen. Soll ich rückwärts laufen oder mit Hopster laufen? Rückwärts laufen. So, machen wir hier, machen wir jetzt hier, macht ihr alles nochmal eine schöne Durchlauf, Jungs und Mädels. Sehr gut. Und Tor! So, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, vom zweiten Durchgang machen wir jetzt gar keinen Wettkampf, weil bei der Aufgabe geht es jetzt eher um Sauberkeit wie um Schnelligkeit. Und bevor ihr dann hektisch werdet und nicht sauber und auch nicht alle können jetzt gleich mit Hopster laufen, lassen wir da jetzt den Wettkampf mal weg. Dafür machen wir es jetzt noch eine Spur schwieriger und jetzt bin ich gespannt. Schauen wir mal, erzählen wir alle mal, was der Marco koordinativ kann und ihr. Wir starten wieder auf der rechten Seite und der linke Fuß ist quasi oben vor meinem Körper ungefähr auf der Höhe des Hütchentors. Mein rechter Fuß ist so ein Stück dahinter. Und Jungs, die schon länger im Fördertraining sind, die kennen schon Taps. Die sind die Woche auch schon mal vorgekommen. Wir drücken den Fuß immer in den Boden mit der Zehenspitze und ziehen ihn so schnell wie es geht wieder hoch. Ihr könnt euch eigentlich mal vorstellen, ganz süß erklärt er das immer, der Boden ist heiß und wir müssen ihn ganz schnell wieder vom Boden wegziehen. Also die Aufgabe ist, drauftreten, wegziehen, drauftreten, wegziehen, drauftreten, wegziehen. Der rechte Fuß, habt ihr gesehen, der springt mit mir immer rüber in die Richtung, wo ich mich auch bewegen will. Ich mache einmal rechts von dem Hütchentor, einmal in der Mitte von dem Hütchentor, einmal links von dem Hütchentor. Wie oft ich auf meinem rechten Fuß springe, ist nicht wirklich wichtig. Es sollte nur mehr wie einmal sein, weil sonst ist es kein Taplauf. Danach lauft ihr nach vorne und nehmt den anderen Fuß nach oben, den rechten jetzt. Das macht ihr genau dasselbe, rüberschlüpfen und der rechte Fuß drückt immer in den Boden und zieht hoch. Drückt in den Boden und zieht hoch. Drückt in den Boden und zieht schnell hoch. Jetzt merkt ihr schon, wenn wir hier fertig sind, dann zeigt mein Rücken zum Tor. Und jetzt machen wir die schwierigste Variante vom Dropkick-Stoppen. Wir stoppen den Ball hinterm Fuß vorbei. Zum langsamen Anfang ist immer super, ihr haltet euch den Ball so ungefähr auf Höhe von eurer Brust, lasst ihn fallen und springt so ein bisschen über den Ball. Boah, das habe ich gerade mal richtig schlecht vorgemacht, das dürft ihr euch nicht zum Beispiel nehmen. So, und ihr springt so ein bisschen über den Ball und jetzt rollt der Ball nach hinten. Perfekt ist es, wenn ihr den Ball auf die linke Seite rauslenkt. Also ihr springt und der Ball rollt so ein bisschen nach links. Wir machen wieder unseren Zielpass und nehmen unsere Kugel wieder in die Hand. Starten wieder. Können erstmal so ein bisschen springen und dann versuchen wir schnell zu werden. Runterdrücken, weiter springen, runterdrücken, weiter springen, runterdrücken, weiter springen. Nach vorne laufen, runterdrücken, weiter springen, runterdrücken, weiter springen, runterdrücken, weiter springen. Fallen lassen, Dropkick hinterm Fuß und den Zielpass machen. Der Marco darf es ausprobieren und ihr natürlich auch, Jungs und Mädels. Ganz schön diese Sachen. Bin ich mal gespannt, ob ihr euch das alles merken könnt. Ich versuche es euch auch wieder da rein immer zu erklären. Genau, der linke Fuß bewegt sich immer möglichst schnell auf und ab und der rechte Fuß hüpft in meine Richtung. Und der Fuß ist angewinkelt, oder? Und der Fuß, die Fußspitze zeigt am besten so ein bisschen Richtung Boden. Das könnt ihr euch am leichtesten merken, weil ja nur die Fußspitze auf den Boden kommt. Ja? Nicht die Ferse, sondern nur der vordere Teil vom Fuß soll auf den Boden kommen. Legen wir los, Marco. Super. Ja, perfekt. So, das Tempo reicht auch völlig zum Anfang jetzt erstmal, Jungs und Mädels. Sehr gut. Kommt nach vorne weg. Dropkick hinter dem Fuß, perfekt. Und noch vorspielen und die Kugel wieder halten. Sehr gut. Und da könnt ihr euch wohl ein bisschen Zeit lassen beim Zurückgehen, weil das werdet ihr jetzt merken, das ist eine relativ anstrengende Geschichte, weil da muss der Fuß und der ganze Körper mitarbeiten. So, und da könnt ihr wohl beim Zurückgehen ein bisschen Zeit lassen. Super, der ist perfekt auf die richtige Seite gelenkt von Marco. Wenn ihr wollt, dass die Kugel ein bisschen weniger springt, Jungs, dann springt ein bisschen über die Kugel. Ja? Der linke Fuß springt nach vorne, weil sonst habe ich so viel Tempo im Ball. Denn so wird er mehr gebremst. So, und ich brauche jetzt ja einen gebremsten Ball, weil der soll ja liegen. Ich möchte nur einen Zielpass spielen. Ich möchte jetzt gar nicht 100 Meter weit schießen. Also nicht zu verwechseln mit. Genau, kein Cristiano Ronaldo, sondern wir wollen den Ball wirklich nach hinten. Der soll Richtung Tor rollen, also dahin, wo ihr nicht hinschaut, genau in die andere Richtung. So, euer Po zeigt jetzt quasi zum Tor und da soll der Ball hinrollen. Jawohl. Perfekto.
Also, Jungs, ich weiß von Mädels, ich weiß, wie es bei euch aussieht. Der Marco ist wirklich ein ganz guter Tänzer. Sehr gut. Perfekt. Super. Keiner leichter Wurf, leichter Kontakt. Perfekt. Jetzt habe ich die Kugel vorm Körper liegen in der Mitte und dann bleibt der Ball auch flach. Das kriegen wir super hin. Machen wir noch zwei Stück wieder. Und dann sind wir auch mit Sicherheit fit für Markus Technikübungen. Ich will noch einen Wettkampf machen hier. Ja, machen wir noch einen zweiten Wettkampf, da bin ich dabei. Kriegst noch eine Probe-Runde wieder und dann machen wir noch einen Wettkampf. Vielleicht schreibt hier jemand, was er gemacht hat. Super. Oh je. Also Jungs und Mädels, der Markus heißt, der will unbedingt nochmal eine Herausforderung haben. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal einen Wettkampf machen. Also ihr habt wieder eine Minute. Ja, wir zählen so lange, bis der Marco 10-mal das Tor getroffen hat. Alter. Okay, sagen wir 5-mal das Tor getroffen hat. So, wir zählen so lange, bis der Marco 5-mal das Tor getroffen hat. Und ihr könnt uns ja sagen, ob ihr schneller oder langsamer wart wie der Marco mit euren 5 Toren. So, dann, ihr könnt mit den Füßen oben ruhig starten, genau, damit es fair ist. Auf die Plätze, fertig, los. Super, super, super. Also, wir sind hier bei einem Tor. Jetzt muss man natürlich auch noch das Tor treffen. Habe ich selbst natürlich nicht. Was sagst du denn nun? Habe ich. Ja, wir sind bei 2 Toren. Ui, der war knapp. Ui, der war knapp. Eieieiei. Zum Glück lupfen wir nicht. Gott sei Dank haben wir Videobeweis. Oh. 2 Stück braucht der Marco noch. Also, wenn ihr nah dran seid, Jungs, und mehr ins Gas geben, damit ihr schneller seid wie der Marco. Und, tschack, 4, oh, letzter von Marco. Super, oh je, oh oh. Nein, der war nicht, da hat er noch eine Chance, wenn ihr nicht getroffen habt, Jungs. Da muss der Marco noch einen Durchgang machen. Und, jetzt. Ja. Marco, super gehalten vom Torwart-Team bei uns, da kann man nichts sagen. Also fertig, der Marco ist jetzt fertig. Ich bin gespannt, ob einer von euch schneller war. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, da wir alle jetzt relativ Platz sind, machen wir mal kurz eine Trinkpause. Ja, bin ich dafür. Alle schnell einen Schluck trinken gehen, wir treffen uns in einer Minute wieder. Ich gehe auch schnell einen Schluck trinken. Ja, ich auch. Hey, let's go. Hast du was? Bauen wir mal auf. Also, wie gesagt, Ziel ist, dass wir am Ende eine Technikschleife haben. Da sind aber viele Tricks und Finden mit dabei zusammengebaut. Und wir zerlegen das jetzt und gehen ein bisschen die Tricks nacheinander durch und verbinden das immer mit einem Zielpass am Ende des Tages. Ja, ihr legt euch jetzt einfach nur 2 Teller bitte hin. Am besten ein bisschen diagonal, dass wir Platz haben. Und das wird auch auf dem Bild sein. Und noch einen Teller hin. So, Matthias. Wir haben bei der Schleife am Ende des Tages Fußwechsel, Ziehen, Vorlegen, Sohlenwände, Zero Verbo drin. Ja, das sind die Tricks, mit denen wir jetzt arbeiten. Und wir erarbeiten jetzt ein paar davon. So, zum Starten machen wir jetzt nur für die Kinder, die vielleicht noch nicht das Fördertraining beim Blut gemacht haben, machen wir ein Ziehen, Vorlegen und oben eine Sohlenwende, um den Ball und die Bewegung abzubrechen. Also der Starttrick ist Ziehen, Vorlegen, Sohle, Innenseite. Und unsere Sohle zieht den Ball wieder her, sodass unser Körper öffnet zu unserem Starthütchen. Also, ich zeige es euch nochmal. Der Start ist jetzt nur Sohle, Innenseite, nach oben dribbeln, Sohle abbrechen und dann kurz stoppen und nochmal runter drücken. Davon machen wir jetzt am besten jeder 2, 3 ganz lockere Durchgänge. 3 müssen gar nicht ins Schwitzen kommen, sondern einfach nur, dass wir eben diese Bewegung ziehen, vorlegen, ein schönes Dreieck bauen. Ein bisschen reinbekommen. Immer mit der Sohle ziehen, mit der Innenseite weglegen und mit der Sohle abbrechen. Perfekt. Matthias macht super gut vor. Soll ich den dann am Ende mit dem linken Fuß mitnehmen nach der Sohlenwende oder mit dem rechten? Ja, am besten mit deinem starken wieder. Du brichst ab mit der Sohle, ziehst ihn in deinen schwachen rein. Ja, kannst du auch so anschieben. Wir können ihn aber auch bremsen mit der Innenseite und dann nochmal runterschieben. Okay. Bevor der Ball weit weg trifft. So, ziehen,
Und nochmal weg. Genau, Matthias hat jetzt schon ganz gut gefragt, er macht ja oben die Bewegung. Wenn ich jetzt die Sohlenwände habe, dass ich danach direkt ins Anschieben komme. Das Problem ist natürlich immer nur, dass der Ball ein bisschen wegdriftet. Und um das leichter zu machen, kann ich jetzt auch sagen, ich stoppe, ich gehe nach vorne und ich schiebe eben nach unten. Am Ende des Tages wollen wir in die Bewegung reinkommen, dass wir den Ball ziehen und sofort mit dem nächsten Kontakt wieder schieben, weil wir dann weniger Kontakte haben. Aber wie gesagt, ihr könnt auch mit der Innenseite anfangen zu arbeiten. Genau, machen wir noch zwei Runden. Ihr da hinten auch mit dabei machen am Bildschirm und runterschieben. Genau, machen wir noch einen. Ganz langsam, Sohle, Innenseite, Fuß, Wechsel. Sehr gut. So, und jetzt, Matthias, würde ich sagen, wir arbeiten mit einem Pass zusammen, dass wir noch einen Abschluss haben. Und wir machen jetzt Ziehen, Vorlegen, Sohlenwendeabbruch und Sohlenwende als Wende dort oben und spielen dann mit dem linken Fuß einen Pass rein. Wenn du willst, mach es dir kurz vor. Ja, das wäre schon gut. Einmal kurz. Also, Ziehen, Vorlegen, Sohle zieht, Innenseite legt weg, der Oberkörper geht auch rein. Oben angekommen, brechen wir ab mit der Sohlenwende und dribbeln jetzt an und wenden mit der Sohle rum. Und versuchen, den bewegten Ball gezielt in unser Ziel reinzuspielen, was wir uns aufgestellt haben. Bitte nicht bolzen, Wohnung gefährlich, sondern einfach versuchen, mit einem flachen Pass zu spielen. Genau, Matthias legt einfach mal los. Ziehen, vorlegen, Sohle abbrechen, anschieben und wenden. Und Pass. Genau, ganz ruhig machen, ganz durchschnaufen, Matze. Und dann machen wir da zwei, drei Durchgänge. Vielleicht auch vier. Das ist halt auch was 30 Grad hier drin. Und wenden und wieder. Sehr gut, super. Aber Regen werden wir lieber. Das können wir nicht machen. Schade. Rauchmelder steht hier nicht mit Wasserfontäne. Gut. Aber vielleicht kommt der Felix ja nochmal mit dem Bottich vorbei. Dann können wir was trinken. Das wäre super. Na, der ist gerade in der Besprechung, glaube ich. Also ziehen, folgen, Sohle Innenseite, Sohlenwende und Sohlenwende wieder. So, ganz kurz Stopp, Matthias schnauft kurz durch. Ihr Kinder auch kurz Stopp am Bildschirm. Und ich würde jetzt sagen, Matze, wir bauen gleich die nächste Übung und machen dann einen kleinen Wettbewerb. Das heißt, wir bauen jetzt einen Trick noch dazu. Und wichtig ist jetzt eher, dass wir sauber in der Umsetzung sind, als dass wir jetzt zu früh hochschrauben. Und wir gehen dann im Wettkampf, schauen wir, dass wir ein bisschen auf Pace kommen. Also wir machen jetzt Ziehen, Vorlegen, machen direkt unseren C Roberto durch und ziehen den Ball mit der Sohlenwende wieder rum. Dribbeln wieder nach unten, starten, dann wieder von vorne. Bauen es dann wieder mit einer Wende am Ende des Tages für den Wettkampf mit einem Torschuss rein. Aber jetzt erstmal üben. Ziehen, Vorlegen, rechte Seite liegt der Ball. Einen C Roberto. Sohlenwende greift über und wieder runter drücken. Und ihr seht gerade, ich mache es ganz langsam im Gehen. So könnt ihr es danach auch machen. Und dann, wenn wir uns sicherer fühlen, legen wir los mit Ziehen, Vorlegen, C Roberto, Sohlenwende und dann wieder runter. Und ich würde sagen, der Matze macht jetzt ein bisschen vor. Die Schritte schön langsam machen. Beim C Roberto ist es im Grunde nur ein Kontakt, den wir haben. Der Rest ist Fußsteigen. Genau, drüber die Schere machen und dann wieder runter. Ein Ziehen, Vorlegen, C Roberto, Sohle und weg. Matze, kannst du den C Roberto noch mal langsam kurz davor machen? Vielleicht auch zweimal, dass die Kinder es auch noch mal sehen können. Wir ziehen, wir setzen ab innen und steigen dann mit dem Fuß drüber und fangen den Ball wieder mit einer Sohlenwende. Das ist eine ganz schöne, flüssige Bewegung, die wir da zusammenbauen. Also Ziehen, Vorlegen, C Roberto, Sohlenwende. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Atmen nicht vergessen. Kommt die alte Punkte auf Ton nochmal, ne? Ja. Ich bin topfit, du. Also, immerhin haben wir fast schon Halbzeit. Aber wir haben auf der Auswechselbank den Digi noch, den können wir auch noch einbauen. Ja, wir machen doch Technikübungen, da kann er Digi doch gar nicht mehr machen. Gut, der ist fein, der macht das ganz gut. Im weißen Trainingsanzug macht das gleich vor. So, gut, dann würde ich jetzt sagen, bauen wir den Pass mit dazu. Das heißt, nach der Sohlenwende oben rechts nochmal, Pass aufs Ziel. Und nach jedem Torschuss Zeit lassen, durchschnaufen, damit wir wieder gut von vorne hinkommen. Ich kann überhaupt nicht verlieren, Jungs, nur dass ihr das wisst. Ja, aber jetzt noch kein Wettkampf. Jetzt erstmal, dass du richtig läufst, dass du dich nicht verläufst. So, zieht, C Roberto, Sohlenwende greift und Sohlenwende rechter Fuß und Pass linker Fuß. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und den Ball können wir mit der letzten Sohlenwende weit rauslaufen lassen
dass wir mit dem Pass links arbeiten können. Vorausgesetzt, wir haben den Platz natürlich. Sohlenwende. Sohlenwende. Jetzt bauen wir noch kurz dazu, Matze, weil es dann flüssiger ist, das, was du vorhin eigentlich gesagt hattest, dass wir dann direkt im Schienenkontakt starker Fuß reinkommen. Also wir machen ziehen, vorlegen, Seroberto, Sohlenwende und springen dann rein und nehmen den Ball wieder mit ins Spiel. Ja. Bin ich mir sicher. Ziehen, vorlegen, Seroberto, Sohlenwende greift über und Schub nach unten. Genau. Und Pass. Sehr, sehr gut. So, machen wir alle noch zusammen zwei Durchgänge. Und dann machen wir einen kleinen Wettbewerb. Sehr gut. Sohle, Schub, Wende. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ganz kleine, schnelle Schritte braucht man dabei. Wenn, aber machen die Friseur wieder auf, dann sehe ich wieder was. Nächste Woche Freitag. Das ist zu lang. Ich glaube, das stimmt auch gar nicht. Und spielen. Sehr gut. So, letzter. Nein, stopp. Ich würde sagen, wir starten jetzt schon mit dem Wettbewerb. Wir geben euch eine Minute Zeit, jetzt hochschieben auf Pumpe. Doch, du musst auch eine Minute machen. Alter. Eine Minute. Eine Minute hat aber jetzt Zeit. Verlegen, ich gebe gar nicht und wir zählen immer die Tore, die wir machen. Und ich bin ganz genau, ich nehme sogar mit der Stoppuhr. Nee, ich nehme die große Uhr. Auf die Plätze. Fertig. Hopp. Sehr gut. Erster Durchgang, Pass ins Ziel, Klasse Matze. Erstes Tor. Und ihr schickt uns gerne euren Stand. Der Matze kennt ihr die Tricks auch schon. Nein! Ah, zwei haben aber. Hepp, hepp. Wendet, schiebt runter, wendet und spielt. Sehr gut. Matze, 15 Sekunden hast du schon geschafft. Es waren zwei Minuten. Punkt für Maikäfer, du. Oh, sehr gut. Plötzlich 30 Sekunden geschafft. Wie schnell das geht. Also entweder bin ich langsam oder du bist unfair. Eigentlich ist es mir zeitlich gewesen. Sehr gut. Und die letzten 15 Sekunden laufen. Schritt, Wende weg, Schub nach unten, Wende und Schub. Klasse. So, einen kriegst du noch. 10. 10 Sekunden haben wir noch. Jungs, nochmal pumpen. 10, 5, 4. Das geht schnell. 3, 2, 1. Cool. Klasse. Matze, wie viel hattest du? 21. Sag mal, wie viel hattest du? 7. Ich hab's vergessen zu zählen. 7? 7? Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay. Kinder, ihr könnt uns gerne mal schicken oder auch die Älteren, die mit dabei sind, wie viel ihr habt. Wir machen den nächsten Durchgang. Ich zeige ihn nochmal vor. Und zwar brauchen wir mit dem linken Fuß noch eine Sohlenwende drin. Ja. Und jetzt, um diesen Trick eben zu machen, wir haben den Fußwechsel, der uns noch fehlt, und den linken Fuß noch, der uns fehlt, starten wir am besten, würde ich sagen, mit links Fußwechsel auf rechts, links Sohlenwende, den Ball rumgezogen, locker wieder runter. Okay? Also, das ist der nächste Stammtrick, den wir im Portfolio haben, neben ziehen zurück, ziehen, Stand, ziehen vorlegen und Fußwechsel. Machen wir jetzt den Fußwechsel rein nach vorne, legen den Ball hin und wenden mit dem linken Fuß um das Hütchen. Und hier machen wir es ähnlich, wir machen es als Bewegung rein, dass wir den Ablauf gut reinbekommen. Und bounce dann sukzessive wieder schwerer hoch. Also Fuß, Wechsel, wieder hochlaufen, linker Fuß wendet und wir dribbeln wieder runter. Und hier können wir auch wieder gerne machen, Ball kommt, einspringen, anschieben, runterkommen. Ihr könnt jetzt erstmal langsam anfangen und die Schritte gut sauber machen. Also gerne erholen dabei, Fuß, Wechsel, Sohle, Wende und runterschieben. Sehr gut. Fuß, Wechsel, anschließend wenden und wir uns. Hat geklingelt. Dann gehst du mal. Ganz langsam, ganz langsam. Kinder, auch Sohle zieht und der Trick heißt Fußwechsel, weil wir den Fuß wechseln. Mach sie ganz kurz stopp bitte. Also wir haben den Fuß wieder drauf, die Sohle und wir ziehen den Ball und legen ihn mit der Innenseite nach vorne und starten dann auch in die Bewegung rein. Also ich laufe jetzt theoretisch den Matze an, er zieht den Ball weg und ist abgehauen. Und links Fußwechsel. Mama, zwei Runden noch. Eins, zwei. Wende. Sehr gut. Durchschnaufen. Und der letzte Durchgang. Ziehen, Fußwechsel, anwirbeln, wenden. Sehr gut. Super. Gut, dann bauen wir jetzt. Nach dem Fußwechsel Sohlenwende machen wir unseren Seroberto nochmal.
und ziehen den Ball wieder mit einer Sohlenwende rechter Fuß, dass wir mit links wieder auf das Tor spielen können. Okay, ich hab's verstanden. Egal, ob es der schwache Fuß ist oder nicht, wir haben jetzt nur den C-Roberto ein bisschen später eingebaut. Also Fußwechsel ist der Start, wir dribbeln wieder an Sohlenwende, legen uns den Ball nach vorne, C-Roberto, Sohlenwende und der linke Fuß geht wieder in den Ball rein. Ich zeige es nochmal kurz langsam durch. Fußwechsel links, rechts, wir dribbeln runter, Sohlenwende links greift über, können uns den Ball zurechtlegen, C-Roberto rechts, Sohlenwende rechts und der linke spielt. Jetzt haben wir in eine Übung den Fußwechsel reingebaut, die Sohlenwende mit links und mit rechts machen wir und der C-Roberto bleibt bei unserem starken rechten Fuß mit dabei. Gut, ganz langsam durchgehen, Matze. Sohlenwende links und C-Roberto, Sohlenwende, klasse. Sehr schöner Schritt danach. Und auch schauen, nach dem C-Roberto sofort mit der Sohlenwende den Ball wieder einfangen. Das ist nämlich auch Wende, C-Roberto, Sohlenwende und der linke Schuh. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir eigentlich alle Tricks drin, die wir dann für die Schleife brauchen, glaube ich. Hoffe ich, dass du es passt. Bestimmt. Fußwechsel, C-Roberto, Sohlenwende und anderer Fuß, ne? Ja, genau. Die Sauerstoff muss jetzt in C-Roberto und danach. So, jetzt. Und Sohlenwende. Sehr gut, Masse. Super. Wollen wir mal versuchen, dass wir direkt nach der unteren Sohlenwende direkt den Ball mit einem C-Roberto in die Bewegung mit reinnehmen? Ja. Fußwechsel, Sohlenwende und C-Roberto, Sohlenwende. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schöne 8 gezogen. Hier, wenn ich hier stehe, ist es nicht so gut. Ja, sehr gut. Und fängt. Und klasse. So, ihr macht nochmal 2 Minuten. Einfach ein bisschen üben. 2 Durchgänge meine ich. Wenden. C-Roberto. Sohlenwende. Und wir spielen wieder. Klasse. Also super. Letzten noch. Trainer, wann ist Trinkpause? Wir müssen noch kurz. Im Wettkampf ist auch noch mit dabei, habe ich gedacht. Nein, der C-Roberto kommt erst später. Ah, verdammt, muss links Sohlen, wenn er macht. Mensch, ja. Ich brauche eine Trinkpause. Machen wir gleich. Sohlenwende, C-Roberto und ja, sehr gut. Schön, Mann. Machen wir im Wettkampf noch 5 Tore, würde ich sagen. Und wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Ihr könnt am Bildschirm die Zeit nehmen. Und wir gucken mal, ob wir den Matze toppen können. Stimmt. Matze wischt noch schnell. Matze sieht nichts mehr. Wir haben bestimmt einen Haber noch drin. Ja, das wollen wir. Der Marc hat immer eins. Auf die Plätze. Fertig. Also 5 Tore, okay? Und ich gucke auf die Zeit. Wir starten bei 15. Hopp. Sohlenwende. Sehr gut, sehr gut. 1. Klasse. Hepp, hepp. Sohlenwende. C-Roberto. Klasse. Sohlenwende. Klasse. Super schön. Sehr, sehr sauber. Wir haben 2 Minuten, 2 Tore haben wir. 2 Tore. So, spielt. Super. Fußwechsel. Klasse. Das Tor. Zwei Schuss. Das ist mein letzter. Ja, nein. 3 hast du doch erst. Nein, das war 4. Trainer! Spiel. Eieiei, ich werde die beschissen auch noch, ey. Sohlenwende. Ah, diese drei. C-Roberto. Und? Sehr, sehr stark. 50 Sekunden hast du gebraucht. Oder ich habe nicht verguckt, aber ich glaube, 50 Sekunden ist gut gewesen. Also, 50 Sekunden der Matze. Ich würde sagen, ihr geht schnell einen Schluck trinken, durchschnaufen und dann gehen wir mal Schritt für Schritt an unsere Schleife hin. Sie kommt.
So, gehen wir wieder rein. Hallo. Trink Pause, nicht trink hier. Du kannst ja noch erholen. Erhol dich noch nicht. Wie warm ist denn jetzt auch? Das ist doch krass. Das ist mega, ne? Ich möchte es nicht so gefährden für dich auch warm. Sieht man das dann auch da? Hier, wenn ich hier bin, sieht man nicht mehr, gell? Doch, das ist wieder das Ende. Passt gut. Die Füße. Wird ja der zwei Zuschauer noch extra herausfordern werden, aber die trauen sich nicht. Der Maxim schickt uns ein Video. Ja. So. Wir starten. Also, die Schleife, die wir haben, haben wir, glaube ich, auch schon in die Challenge heute eingestellt. So ein bisschen vielleicht die Auflösung. Und wir hoffen uns, dass wir ein paar mehr Videos vielleicht davon noch kriegen. Das wäre super. Wir starten jetzt mit einem Ziehen vorlegen zum anderen Hütchen. Ziehen den Ball mit unserer Sohlenwende zum linken Hütchen und holen uns das Hütchen den Ball wieder zurück. Und machen dann direkt die Sohlenwende und legen direkt wieder los. Also unser Start. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Sohlenwende und Zero-Werte durchs Hütchen vor. Jetzt läuft der Ball hier hin wieder. Wir wenden wieder raus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Ball in die Mitte bewegen. Und das machen wir mit einem Fußwechsel. Jetzt haben wir eigentlich den Start von vorhin. Wir haben ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Sohlenwende, Seroberto, Sohlenwende, Fußwechsel. Okay? Also ich mache nochmal. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Sohlenwende, Seroberto, Sohlenwende, Fußwechsel zum Start. Und dann starten wir wieder. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Sohlenwende, Seroberto, Sohlenwende, Fußwechsel. Das soll ich mir jetzt alles merken können. Das ist ganz viel. Aber es sind alle Tricks jetzt mit dabei, die wir gemacht haben, sogar Zero-Berto-Kombi mit Sohlenwende. Ziehen vor die Sohlenwende. Sohlenwende. Und die Schritte geht ihr langsam durch und irgendwann werdet ihr sehen, dass es wirklich eine Schleife ist, die man ein Stück machen kann. Geht mal durch, einfach weiter probieren. Vor allem wird es sehr, sehr intensiv damit machen. Also ich würde sagen, koordinativ anspruchsvoll, technisch auch. Und Ausdauer ist auch noch dabei, oder? Das kann ich auch schon können. So, nochmal. Ziehen, vorliegen. Ziehen, vorliegen. Hep, Sohle, Sohle und Zehoberg. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Matze. Und Claudia. Sehr gut, Fußwechsel. So, ihr übt noch ein bisschen weiter. Der Matze vielleicht auch ganz langsam. Soll ich mal abwechseln? Ich will auch, der Marco muss es auch wieder was machen. Der Matze hat gearbeitet. Der Matze kommt auch noch dazu. Vielleicht fällt dem Matze sogar noch eine andere Übung da ein. Bin ich mir relativ sicher. Also, immer ziehen, vorlegen. Die Sohle zieht, die andere holt zurück. Zero-Werte holt die. Hep, hep. Hep. Und dann dasselbe wieder nur gedreht. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Sohlenwende, Zero-Berto, Sohlenwende, Fußwechsel. Und ziehen, vorlegen. Und ich würde jetzt eigentlich sagen, dass man es ein bisschen vielleicht im Wettkampf braucht, weil dann ist es echt witzig. Und wir schauen mal, wie viele Runden wir machen, wie viel Zero-Bertos man schafft. Was glaubst du, 30 Sekunden oder länger? 30 Sekunden schaffen die Jungs, würde ich sagen. Und die Frage ist, was ich schaffe, Matze. Okay, also 45 Sekunden würde ich sagen. Zählst du die Zero-Bertos? Weil ich kann nicht anders. Ja, ich zähle die Zero-Bertos und schaue auf die Uhr. Ich gebe euch den Startsignal und ihr zählt mal mit, wie viel Zero-Bertos ich schaffe. Mit 10 Vorliegen starten wir. Nicht, dass einer direkt mit dem Zero-Bertos startet und man schon zählt. Los geht's. Oh, Zeit. Und Zeit. Und 10 Vorliegen wieder, gell? Du musst mich coachen. Fuß, Sohlen, Zero-Bertos 2. Und wieder starten.
vorlegen. Sohlenwende, Sohlenwende. Und Schritt. Der Roberto, Sohlenwende, Sohlenwende. Und 10, 15 Sekunden haben wir noch, Jungs. Das war das vierte Marco. Was habe ich? Zero. Der Roberto, Sohlenwende, Zierfuß wechseln. Helfen vorlegen. Sohlenwende. Zero. Roberto. Sohlenwende, Zierfuß wechseln. 6 Stück hat der Marco. Und Roberto, 7, 3, 2, 1, warte! Und stopp, 8 Stück hat der Marco geschafft, Jungs. Und wenn es. Eigentlich du nochmal. Das ist eine Herausforderung, ja? Ein bisschen. Ja, okay. Aber du kannst auch ablehnen, wenn du machst. Nee, das ist kein Problem, Alter. Das ist gar kein Problem. Nee, das lasst nicht auf mir sitzen. Das muss ich hier noch was für 30 Sekunden durchziehen. Warte kurz. Vielleicht will noch einer mitmachen. Sollen wir noch mal warten oder so? Warte. Okay, dann macht es in seiner eigenen Zeit. Endlich. Ich hab geguckt. 2. Sehr gut. 3. So, 20 noch, Matze. 5. Sehr gut. 6. So, los geht's. Ja, weiter, 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 weiter. Lass dich nicht ablenken. 4 noch. Ich noch der 8. 2. 8. 1 und 0. Oh, schau mal an. Nicht schlecht, nicht schlecht. 8 Stück. 8 Stück. Nee, dürfen wir nicht. So, ah, stimmt. Nee, nee, das so. So. Eigentlich würde ich ja noch sagen, dass du es mit links auch üben. Aber da macht genug Übungsschläger. Ja, probieren es mit links mal aus. Wir zeigen es jetzt ganz langsam. Und Marco zeigt es mal ganz langsam. Als Übungsdurchgang. Und dann probieren wir das mal. Das machen wir nicht als Wettkampf. Also, ziehen vorlegen. Linke Fuß macht ziehen vorlegen. Sohlenwende. Sohlenwende links. Sohlenwende, Sohlenwende rechts. Rechts. Links. Roberto links und der linke. Jetzt habe ich wieder ziehen, Fußwechsel. Genau. Und dann wieder ziehen. Vorlegen. Sohle, ups, Sohle, links, links, Sohle, rechts, links rein, linker raus, Sohle, Sohle, oder? Ja. Und Schritt. Sohle. Und jetzt kann ich. Und ziehen, Fußwechsel, genau. Ziehen vorliegen raus. Zweimal Sohlenwende. Links den Roberto, linke Sohle, rechts, links. Super, und wieder stark. Perfekt. Sehr gut, Marco, super. Kopf und den Roberto und Sohlenwende. Und rechts, links, super gut. Hopp. Hopp. Und gut schon. Also, linker Fuß ist Wahnsinn. Ja, aber hey, ein schwachen Fuß ist super. Schaut mal, ob wir das genauso gut hinbekommen, ein schwachen Fuß, Jungs und Mädels. Und jetzt soll ich da. Dann muss ich das noch machen, Trainer. Machen wir noch einen, damit wir alle gesehen haben. Und dann geben wir euch noch eine Minute Zeit, das auszuprobieren mit links. Und dann zeigen wir euch noch eine Variante. Oh. Sohle, Sohle, Sohle. Super, Marco. Ich glaube, das reicht. Lass mal die Jungs noch eine Minute probieren. Und dann zeigen wir euch noch eine Variante. So, Jungs und Mädels, ich hoffe jetzt alles links auch einmal ausprobiert. Dann gibt es jetzt noch eine zweite Variante. So lege ich schnell die leichter tun. Ich hoffe, dass nicht alle die Rechtsfüße sind. Ich zeige es vielleicht sogar in beide Richtungen, weil es ist vielleicht jetzt erstmal leichter, wenn es einen starken Fuß übt. Ich glaube, alle Rechtsfüße würden sich leichter tun. Ball liegt in der Mitte, rechter Fuß neben dem Ball, linker Fuß oben auf dem Ball. Und jetzt starten wir mit dem dritten Sohlentritt, den haben wir heute noch nicht drin gehabt. Wir starten mit Ziehen zurück. Jetzt machen wir eine Schussfinte auf die andere Seite. Machen eine Sohlenwende und jetzt eine Cristiano Ronaldo Gefühlchen vor. Und das Ende bleibt genauso wie bei Übung 1. Wir machen Sohlenwende, ziehen Fußwechsel und sind jetzt wieder in der Mitte. Dann starten wir wieder. Ziehen zurück. Erster Trick, den wir heute nicht gemacht haben. Schussfinte, zweiter Trick. Sohlenwende bleibt gleich. Und jetzt machen wir Cristiano Ronaldo hinter Fuß vorbei. Hauen.
Sohlenwände ziehen, Fußwechsel. Ich mache es noch einmal in die Seite vor und dann zeige ich es auch mal die andere Seite, weil vielleicht tun sich einige bei Christiano und die andere Seite leichter. Ich mache den Ziehen zurück, Rechtsschussfinte, Sohlenwände, hinterm Fuß vorbeihauen, dass der Ball darüber rollt, Sohlenwände, Ziehen, Fußwechsel. So, wenn wir es lieber die andere Seite machen, weil manche Leute bei den Christianen am Anfang sich ein bisschen schwer tun mit dem linken Fuß oder dem rechten Fuß, machen wir es jetzt mit den Linksfüßen andersrum. Ziehen hinter dem Fuß vorbei mit rechts. Jetzt machen wir eine Schussfinte mit links. Jetzt machen wir die Sohlenwende mit rechts. Und jetzt müssen wir den Ball hinter dem Fuß vorbei hauen mit links. Und jetzt haben wir links Sohlenwende, rechts, links in die Mitte. Jetzt machen wir mal langsam. Rechts zieht hinter dem Fuß vorbei. Wir gucken den Ball nach. Linker Fuß macht eine Schussfinte auf die andere Seite. Sohlenwende, hinterm Fuß vorbeihauen. Nochmal Sohlenwende mit dem anderen Fuß und ziehen Fußwechsel in die Mitte. Willst du es noch ausprobieren, Marco? Vielleicht kannst du ja eine Seite ausruhen. Schau, dass ihr das mal langsam macht, weil es ganz wichtig ist, dass die Schussfinte gerade rollt. Die darf nicht nach vorne rollen. So, also das kommt hier nämlich nicht mehr in die Sohlenwände rein. Genau, ihr müsst gerade rollen. Perfekt, parallel zum Hütchen beim Marco. Jetzt habe ich rechts Cristiano Ronaldo. Genau, und rechts eine Sohlenwende. Genau, und links, rechts Fußwechsel. Super. Anfang und dann starte ich mit links, genau. Ziehen zurück. Schussfinte, Sohlenwende, hinter Fuß vorbeihauen, Sohlenwende, Fußwechsel, Fußwechsel. Super. An okay. Links starte, links, genau. Zurück. Schussfinte, Sohlenwende. Hinter Fuß vorbeihauen, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, super. Links, ziehen zurück. Schussfinde, super. Genau, der Ball muss fest genug rollen. Merkt ihr, wenn ihr die Schussfinde ein bisschen zu langsam haut, dann bleibt euch der Ball stehen. Es ist wichtig, dass der fest genug ist. Genau, dass der hier ein bisschen in meine Richtung fast rollt. Jetzt komme ich mit Sohlenwende und ins Hauen rein, super Marco. Ja, perfekt. Und links. Die ganz großen Experten können natürlich mit beiden Füßen auch eine Seite mit dem einen Fuß und eine Seite mit dem anderen Fuß machen. Könnt ihr natürlich auch gerne ausprobieren. Das ist ganz geil eigentlich, gell? Wenn wir jetzt Fußwechsel, jetzt ziehen zu. Genau, das könntest du. Das hat der Markus gerade gemacht. Und hat er gesehen auch wieder, die Schussfinde muss gerade rollen, dann kommt er in die Mitte rein. Aber wenn ihr die Füße wechselt, dann ist der Übergang in der Mitte auch leichter, weil dann habt ihr nämlich den Ball immer gleich beim Fuß liegen. Aber das ist jetzt dann schon für die Jungs, die Tricks alle super können, die können die Seiten wechseln immer so. Einmal rechts und einmal startet links. So, ich starte wieder mit links. Genau, startest wieder mit links, genau. Gerade Schussfinte, Sohlenwende, rechts Cristiano Ronaldo, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, super. Schussfinte, ja, die muss ein bisschen gerade sein mit links. Der ist dann schwach. Ja, was, sonst kommst du nicht in die Bewegung rein, deswegen muss die Schussfinte, die muss gerade sein, die muss in meine Richtung rollen, genau. Weil jetzt komme ich in eine gerade Sohlenwende und komme jetzt in die Cristiano Ronaldo und habe kein Problem. Also das liegt in dem Moment jetzt alles in der Schussfinte. So, wichtig ist bei den Schussfinden, dass ihr reinspringt in den Ball, nicht den Ball so viel führt, weil wenn ihr ihn zu viel führt, dann rollt er euch weg und dann habt ihr keine Kontrolle mehr, der rollt schräg nach vorne. In dem Fall müssen wir reinspringen, wir wollen den Ball ganz gerade unter unserem Körper haben. So, ich würde vorschlagen, Marco macht nochmal eine Pause und ihr probiert es nochmal eine Minute aus. Verwirrend ist es. Ist cool. Und dann würde ich vorschlagen, wir machen noch eine Trinkpause und haben noch eine Minute. Bestimmt. So, ich kann es auch nochmal zeigen in der Zeit, wo ihr ausprobiert, Jungs. Also wie gesagt, ihr könnt es auch mit beiden Füßen machen. Zurück, jetzt ist ganz wichtig, reinspringen in den Ball. Der muss möglichst gerade darüber rollen, weil jetzt komme ich in die Sohlenwende, kann den Cristiano schön hauen und habe jetzt hier eine ganz gerade Position in die Bewegung rein. Jetzt kann ich auch mit der anderen Seite starten, wieder reinspringen in den Ball, damit der gerade zurückrollt, gerade Sohlenwende. Jetzt kann ich in den Ball reinhauen, Sohlenwende und hier Fußwechsel, dann bin ich wieder in der Mitte. Ich hoffe, ihr habt das alles hinbekommen. Wir machen nochmal eine schnelle Trinkpause für euch und dann haben wir nochmal eine Übung für euch. Ja. Aber nur für Sie. Jetzt geht es nicht alles. Natürlich lese ich das.
wieder topfit. Amigo haben wir noch für euch, Rosomelis. Und für uns natürlich auch, damit wir endlich mal unsere Flächen links auch können. Genau. Wir bauen jetzt eigentlich zwei bekannte Tricks noch rein, ist die Darmwände und einmal die Sohlenwände, Sohle eindrehen. Und zwar starten wir jetzt relativ einfach zum Start hin. Und zwar machen wir Fußwechsel, Sohlenwende. Derselbe Fuß, der den Ball hier mit der Sohlenwende holt, schnappt sich den Ball mit Sohle eindrehen, sodass wir hier durchkommen. Und oben holen wir uns mit der Darmwende den Ball wieder zurück und legen ihn in die Mitte wieder rein mit dem Fußwechsel. Also, wir legen uns Fußwechsel, Sohle eindrehen, Sohle mitnehmen, Sohle Innenseite. Jetzt Fußwechsel rein. Und jetzt ziehen wir den Ball wieder raus und ziehen den Ball mit der Sohlenwende wieder weg. Oder? Fußwechsel, Sohle, Sohle eindrehen, Sidanwende. Fußwechsel und dann wieder Fußwechsel hinter Fuß. Also ich habe nach Icon, habe ich einen schnellen Wechsel mit Fußwechsel, Fußwechsel, Sohle, Sohle eindrehen, Sidanwende. Fußwechsel, Fußwechsel, Sohlenwende, Sohle eindrehen, Sidanwende. Und jetzt ist mir schwindelig, Marcel, dass du rein. Ganz langsam, sonst wird es schwindelig. Ziehen, Fußwechsel. Jetzt haben wir eine Sohlenwende. Und jetzt haben wir eine Sohle eindrehen, eine Sidanwende und ziehen, Fußwechsel. Ziehen, Fußwechsel, Sohlenwende, Sohlenwende. Sohle einbringen, sie dann wenden, ziehen, Fußwechsel. Halt wir mal die andere Seite probieren, Trainer, weil sonst wird mir echt schwindelig. Ja. Probier es jetzt mal kurz andersrum. Ziehen, Fußwechsel, Sohle wenden mit dem linken Fuß, Sohle einbringen, sie dann wenden, ziehen, Fußwechsel. Wenn ich jetzt wieder in die andere Richtung mache, dann wird mir vielleicht nicht so schlimm. Immer ein Wechsel? Dann ist immer ein Wechsel. Stell mal die andere Richtung. Auch gar nicht mehr. Aber mach das mal noch mal langsam, die Schritte mit dem Wechsel. Gut, dann mache ich jetzt mal die ganz lange Runde noch mal für uns. Wir machen ziehen, Fußwechsel, Sohlenwende rechts, derselbe Fuß macht nochmal Sohlenwende eindrehen, eine Sidanwende und jetzt links, rechts. Und jetzt mache ich dasselbe wieder in die gleiche Richtung, wo ich gerade herkam. Jetzt mache ich rechts, links. Jetzt wende ich mit der linken Sohle, linke Sohle eindrehen, linker Fuß wieder zuerst eine Sidanwende und in die Mitte rein. Dann starte ich immer wieder in die Richtung, wo ich gerade hergekommen bin. Und dann habe ich immer einen Seitenwechsel drin. Und dann geht es ganz entspannt, ohne dass einem schwindelig wird. Ist jetzt nicht schwindelig geworden? Nein, gar nicht. Verrückte Sache. Crazy, oder? Und wenn das mein Auto ist. Darf ich mal probieren? Ich will mal probieren. Marco muss auch noch mal probieren, der das auch nicht will. Also links, rechts, rechts Sohle, einbringen, sie dann perfekt. Links, Fußwechsel, Fußwechsel, linke Sohle, Sohle, links, sie dann wende. Ja, links, sie dann wende. Ist aber auch echt nicht so einfach. Da lasst euch mal ein bisschen Zeit bei dem Anfang, nicht immer gleich alles schnell machen wollen. Sondern erst mal seinen eigenen Qualitäten angepasst. Okay, dann muss ich dich leider doch noch. Was muss ich machen? Das mich verwirrt. Ziehen, Fußwechsel. Und ich mache das hier. Fußwechsel, Sohle eindrehen, links, rechts. Fußwechsel und wieder da. Das war das Ziehen, Fußwechsel, Sohlenwende, Sohle eindrehen. Sohle eindrehen haben wir erst. So, jetzt wieder da. Fußwechsel, linke Sohle und linke Sohle eindrehen. Das ist zweimal links, perfekt. Jetzt aber links die Darmwende. Rechts. Und rechts, links. Jetzt geht es wieder mit links, rechts los. Links, rechts. Rechte Sohle eindrehen, rechts die Darmwende, links, rechts. Und wir sind wieder in der Mitte. Kriegt das hin, Jusel Mels? Hopp, hopp. Ich glaube. Hopp, 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 hopp. Darf ich noch eins? Nein, dann haut der Marco noch raus, einen perfekten selbstverständlich. Okay. Jawohl, jo. So, ja, endlich! Alter, was? Das ist Training. Felix, du musst es vormachen. Sehr durstig aus, ich habe jeden. Was Torben jetzt macht. Felix, was du machen willst. Nee, ich habe heute frei. Doch, wir haben eine ganz coole Aufgabe. Freitag war. Heute ist Freitag, ja. Fördertraining-Tag. Jungs, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit Marco und mit mir.
Und wir freuen uns schon, dass wir euch nächste Woche bestimmt ganz sicher wiedersehen. Und ein schönes Wochenende.